So, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. Beim letzten Mal haben wir zum einen den Tempel in Bistate aufgeräumt und zum anderen haben wir rausgefunden, was denn die drei Fraktionsanführer über Spira denn gerade so treiben. Das war auf jeden Fall, letztlich schon gesagt, eine der besten Szenen im Spiel. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen Kapitel 3 fertig machen. Oh ja, ich versuche es in einer Folge zu beenden. So schnell wie ich kann, so gut wie ich kann. Zuerst muss ich in die versteckte Höhle zurück. Dort werde ich dann die ganzen Schätze kurz abgreifen. Und auch hier vorne. Die Ladezeiten sind länger als das, was ich eigentlich laufe. Das ist auch jedes Mal stabil. So, den Schätze hole ich mir kurz. Moonring. Kein Klapp, der gut ist. Alles, was mir keinen Angriff gibt, ist schlecht. Ja, so ist es doch. Sprechen wir es doch aus. So, das war die falsche Richtung. Ich musste doch in die Höhle. So, hier drin gibt es noch genau zwei Schätze, die ich mir holen kann. So, einmal hier lang. So, einmal mitnehmen bitte. So, war ja auch noch einer. Ne, okay, gut. Mal gucken, ob in der anderen Truhe noch irgendwas Produktives ist. Wow. So, lass mich durch. So, und nochmal hier. High Potion ist nett, danke dafür, Spiel. Das war ja genau, was ich nicht haben wollte. Na gut. Damit sind wir immerhin im B-Sage schon mal fertig. Eine Location von 4 oder 5 geschafft. Weiter geht's. So, als nächstes Killika. Ich muss in den Wald zurück. Insofern man mich lässt. Oh, mittlerweile läuft ja die Musik vom Josie Pass. Von diesem Weg. Das ist nice. So, lasst mich bitte einmal alle durch. So, komme ich jetzt einfach hier rein? Okay, gut, dann ist das schon erledigt. Ich bin nämlich gerne mal zum Tempel zurückgegangen, um zu gucken, ob ich nicht in diese Nebenräume reinkomme. Aber damit hat sich das. So, wieder ein Ort fertig. So, als nächstes. Luca ist definitiv fertig. Mienstraße ist auch definitiv fertig. Funkus passt. So, schön rennt immer mal so eine Sphäre vorne hier rum. Komme ich mittlerweile rein? Oh, Lady Yuna! Hat man sich schon geguckt? Doch, die Szenen haben wir schon geguckt. I have to return to my duties. Sinnlos. He seems so eager to talk. Na gut. When you're in a group, you can't put yourself first. Damit habe ich immerhin das schon mal gesehen. There don't seem to be any fiends. I guess we can go. Lady Yuna. Lady Yuna. There is something I would like to ask you. That is, if you don't mind speaking with someone in the Youth League. Of course I don't mind. What is it? Was ist denn noch? Ich weiß gar nicht mehr, was in der Szene passiert ist. As you are probably aware, we have not heard from Maven Nuge, our leader, in some time. Wir wissen, wo er ist. Wir wissen, Lady wo er Yuna, ist. Lady Yuna, have you no information as to his whereabouts? I'm sorry, but we don't know any more than you do. I see. If we see him, we'll tell him to return here. Thank you. Ja, guter Witz. Wir wissen ja bereits, wo er ist. Kann ich dir noch Bescheid sagen? Jaibal? Nein. Das Möwenpark. Nee, und reinlassen wollen mich auch nicht. Okay. Dann ich wies noch kurz den Loot hier oben mit. So, her damit. 2000 Gil. Naja, nachdem ich 45.000 für die Ringe ausgegeben habe, die am Ende überhaupt nichts gebracht haben, ist das schon in Ordnung. Bam, bam, bam. So, damit kann ich hier auch gehen. Aber wieso? Aber hier ist doch eindeutig angezeigt, dass ich da langlaufen kann. Naja, egal. So. Damit ist der Ort hier auch abgeschlossen. So, was fehlt noch? Wadus Alarm. Oh ja. Ganz genau hier muss ich dringend hin.
Und zwar in die Hütte. Weil hier gibt es noch zwei Sachen, die unglaublich wichtig sind. So, Gut, das ist alles nichts. Ich hoffe, der Schalter funktioniert mittlerweile wieder. So, Alter, was ist? Der Schalter spinnt mal wieder herum, hä? Aber ich muss hier rein. Ich muss hier ganz sicher rein. Kapitel 3 im Geheimkomplex, nachdem Jaws zur Verbindung wurde. Hammer. Ja. Wie kriege ich diesen verdammten Schalter wieder zum Laufen? Hier, ihr zwei. Besser als gar nichts. Das wurde jetzt immer noch niedergeschlagen. Nicht an Massagen helfen. Vielleicht muss ich erst zu LeBlanc gehen. Geht das? Oh doch, ich kann zu LeBlanc. Das läuft. Wir wissen, wo Nutsch ist. Don't you want to hunt some spheres? The Gullings are gonna get all the spheres in Spear, you know. Fine by me. Ouch. There's no point in chasing after spheres if my Noogie Woogie isn't there to smile. What difference does it make? You're a mess. Say whatever you want. Okay. Naja, wenn sagen, was auch immer wir wollen, das hilft, den Schalter zu reparieren, dann gerne. Aber wir können einfach sagen, dass Nutsch weg ist oder was auch immer. Oder wir Bevel gesehen haben. What if we showed her a sphere of Nutsch? Why ask us? Go for it. Of course, that sphere. We took one in Bevel. Care to watch it? What's on it? We haven't looked yet. Meet us in our room. We'll have a little screaming. Okay. Gerne doch. So, der Schalter geht wohl mittlerweile wieder. Der Schalter funktioniert zwar, aber ich denke, die Tür kann man offen lassen. Nice. Cool. So, na gut. Ich gehe zuerst mal in die Richtung. Boah, hier haben wir gleich mehrere Kisten, die ich öffnen muss. So, ein Gewaltenring. So. Und hier oben versteckt die Popo Spheroid 4. So, hätten wir das schon mal. So, gab es hier diverse Schätze oder irgendwas? Hier lang? Ne, hier gab es nur die Wand. Öffnen. Na, sinnlos. So, da oben kam man ja raus. Und das heißt, es gibt noch die zwei Räume mehr. Okay, die Schatztruhe hat sich nicht an der Welt gefüllt. Sehr schade. Dann muss es hier sein. Machst du gemütlich, Rico. Let's see. This should be it. Should be. Ah, das ist bei den Kerkern gewesen. Okay. Die haben sogar ihr eigenes Wasserzeichen dort unten. Stabil. Ah, Gott, damit natürlich. Ormi shot this, not me. So I see. This must be a dud. Who you calling a dud? Geil. Oh, schön. There's someone there. Really? Where? Where? I'll zoom in. Macht er eben einfach. It's Nuge.
Okay. Nutschweiß ist unten in Bevel. Wir haben ihn doch gerade erst getroffen. Warum war er so früh dort? I don't like it. What? All these secrets is just one thing after another. If I may, you're free to do as you please, but I'd prefer you not mention this to the boss. Why not? Whatever this Vecna gun thing is, it's clearly dangerous. Nothing the likes of we sphere hunters have any business fooling around with. But if the boss knew Nuge were involved, well, there'd be no stopping her. If anything were to happen to her. You guys got it rough, don't you? If only she noticed. Subbewell Aufnahme 1, Subbewell Aufnahme 2. Und den Pupas wieder ruhig, glaube ich, vielleicht auch noch. Is this one from Bevel too? Ooh, been taking naughty pictures again. I didn't shoot this one. I found it. The image is badly deteriorated. Must be old. Ah, the only reason the war's dragging on is because Zarakan refuses to surrender. You're wrong! The dude. If you stop attacking, there wouldn't be a war. We're not falling for that. Gah! Someday, your precious weapons will end up destroying you. He's probably referring to the Machina War of a thousand years past. When did you sneak in, old man? Geil, Meischen. Kerkers Veroid. You can't expect me to remember everything that happens. Bruh. I must admit, the likeness is positively uncanny. It can't really be him, can it? I'm afraid not. After all, that sphere was recorded a thousand years ago. Aber wir wissen, dass von vor 1000 Jahren ist. Wir wissen, dass er durch die Astra in der aktuellen Zeit gelandet ist und aus seiner Kind kommt, was eben noch am Leben war. So, nach dem Tempel Jose im Geheimkomplex. Purpur Spheroid 1. Habe ich den jetzt bekommen? Ich weiß es nicht. Would you like to hear more? Ja, erzähl mal über seiner Kind. Lady Yuna, a rumor has been going around of late. Perhaps you've heard it. They say that High Summoner Yuna was accompanied by a guardian from, of all places, Zanarkand. Das ist richtig. Oh, yes. That young man raised quite a few eyebrows at the Blitzball tournament in Luka. I spoke to him myself on a number of occasions. I could sense that he belonged to an other world. That he should look so much like the man in that sphere cannot be mere coincidence, I should think. There's a connection. There is. I would very much like the chance to ask him and clear this matter up once and for all. But he's gone. Just like the Faith said, our dream will vanish. A dream of the Faith? Is that right? Oh my. What is it? Klär uns auf, Alter. Oh, I had something on the tip of my tongue, but then it slipped away. Something very important. Oh, frustrating. Du dämlicher Penner. Well, I suppose I'll just have to think on it a little more. Until next time, Lady Luna. hätte uns gerade einfach wichtige Informationen geben können. There may yet be a way to reunite with those who have gone. What? Watch what you say. Forgive me.
consider it the ramblings of an old man. Er redet über das Abyssum. Ganz klar, das Abyssum war mit gemeint. Das Abyssum kommen die Seelen, die besegnet wurden. Jetzt könnte man theoretisch sagen, dass man im Abyssum nach Tidus suchen könnte, aber ich glaube, dass Tidus relativ schlechte Chancen hat als nicht existente Gestalt. Er war ja nur ein Traum, er war niemals lebendig. Das ist ja das Ding. Tidus und Auron und das gesamte Xander-Kind, was man aus den letzten... Nee, Moment, Tidus kam aus einer eigenen Welt. In dieser Welt war Xander-Kind von vor 1000 Jahren schon mal zerstört. Aber was hat... wie war das gerade? Maishen hat wohl gerade rausgefunden, mehr oder weniger, dass Tidus wohl nur ein Traum war, mehr oder weniger, aber... Er wollte uns leider nicht mehr drüber erzählen, was denn da jetzt noch alles war. Aber gut, ich denke, ich kann den Geheimkomplex erstmal verlassen. Jo. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt alles mitgenommen. Ich check erstmal bei Shinra aus, ob ich alles habe. I know everything. So, super Sphäre-Sammlung. So, eins. Ja, die 4 durfte ich haben. Die 7 muss ich haben. Und 9 und 10, okay. Das passt also auch alles. Schade, dass der Maishen uns jetzt nicht mehr erzählen wollte. Naja, gut. Eventuell wollte er uns erzählen, dass die Astra vielleicht auch ins Abyssum gekommen sind und... Ja. Wenn die Astra auch im Abyssum sind, dann können die natürlich als besegnete Seelen immer noch träumen oder so, eventuell. Wer wäre das, die Bullshit-Erklärung, die alles wettmacht? So, Makalani abgeschlossen. Guado Salam ist fertig. Stille Ebene auch egal. Auch die Chocobo-Farm scheiße ich einfach mal. Das tue ich nicht weiter an. Okay, dann das letzte, was fehlt. Oder das vorletzte. Ne, das letzte ist Donnersteppe. Wir müssen immer noch den allerletzten Blitzerblätter konfigurieren. Mal gucken, ob ich das nicht noch hinbekomme. Mit bisschen Geduld und ganz viel Spucke. Ja, wir wollen dir ganz dringend helfen. So. Hoch. Leon und Aid sind hier. You guys better watch out. With horns like that, you're just asking to get struck. Leon and Aid left Mountain to find a way to repair Elder Kimari's horn. We cannot return to Mountain until a way is found. And you expect to find that here? Yes. Yes. Where does Lady Yuna think we should search for a way to fix Elder's horn? Sehr witzig. Keiner dieser Orte ist noch nur irgendwie andersweise hilfreich. Illuminum, das ist friedlich. Tobli might know something. Tobli, ja genau. I wonder. Leon and Aid go there to look. Thank you, High Summoner. Jo, kein Ding. Come, Aid. Viel Spaß beim Ausflug. Und da gehen sie dahin. Okay, cool. Oh, Schatztruhe. Hallo. War ich schon immer hier? 3 Äther, danke. So, probieren wir jetzt diesen Bullshit jetzt einzubringen. Es war doch hier. Es war doch hier. Da drüben. So, genau. Das muss ich jetzt ganz langsam angehen. Merkrunde mit umgekehrter Reihenfolge. Oh ja, das wird enorm Spaß machen. Ach, ich muss ja die Steuerung erst konfigurieren. Mit Page Up und Page Down kannst du nicht arbeiten.
Nee, genug. Okay, ich muss. Was ist denn hier Page up und Page down? Habe ich nicht irgendwo einen Controller rumliegen? Na egal, zurückscrollen in Listen. Irgendwas Einfaches. Q. Und R. Jo. Ich hoffe, dass es damit jetzt möglich ist. Hat es doch bestätigt. Das hat beim letzten Mal nicht so gut funktioniert. Okay, sieht gut aus. So. Darf ich es bitte nochmal probieren? Danke. So. Merkrunde. Q. F. Sagt FQ. Q und C. CQ. RC ist CR. Shift Q. Q Shift. Q. Oh je. Das hätte doch falsch, einfach falsch sein müssen, so. VQ. Q, C. CQ. Der Anfang geht noch so viel schnell. So. WE. F. V. VF. E, C, C. So, jetzt wird schon härter. E, E. Oh nö. E. Okay. C, R. Wie war das? A, R, C? Ja, perfekt. D, C, V. V, C, D. Das ist schon schwieriger. V. V, R. S. SRV. SPCB. Okay, Hälfte. WQ. SP. Okay, got it. WE. F. WEF. Okay. Jetzt kamen schon vier Dinger, verdammt. Ich sollte allmählich anfangen, mir das aufzuschreiben. Das mache ich jetzt auch. A. W. SP. E. Oh, ich muss niesen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ei. Autsch. So. Und das darf ich jetzt für jede verdammte Eingabe machen. E. SPWA. Oh mein Gott. Jo, das wird sich gleich unglaublich lange ziehen. Na gut. V. SP. SV. Ich müsste mir, wenn ich mein Handy bis irgendwie anders hinlegen könnte, ja. Na gut, also. V. S. Okay. E. W. Vielleicht kriegst du noch hin. E. W. Q. E. W. Q. R. E. W. Q. R. E, wie cool, ja. Nice. SV. SVE. Q. Junge. 21. A. Shift. Okay, das schreibe ich mir auf. A und Shift, das ist schon. Das sind zwei Sachen. Die merke ich mir nicht. A. Shift. SP. S. A. Okay, das dürfte interessant werden. A. A. S. Oh nein, ich hätte A drücken müssen.
hab mich verdrückt, oh mein Gott. SP. D. V. Q. So, jetzt aber. Ich glaube ganz fest daran, dass ich diesmal nicht verkacke. Q, V, D, S, P, A. Q, V, D, S, P, A. Hä? Q, V, ich muss mich verdrückt haben. Oh mein Gott. Ey, ganz ehrlich. Ich bekomme doch hier eine Scheißschleife raus. Es gibt keine Prozent, aber dass ich es mache. Die Schleife ist zwar nett, weil die gegen alle Statusdinger schützt, aber. Nö. Nö. So Bullshit mache ich nicht mit. Lieber gehe ich weiterhin früher auf Angriff oder sowas, keine Ahnung. Leck mich doch. Sonst muss ich irgendwas anderes eben. Statusveränderungen, die kritisch sind, heilen oder so, weiß ich nicht. Ich werde es auf jeden Fall nicht antun, das weiterzumachen. Nö. Streike ich. Aber komplett. Hello. So, und damit dürften wir eigentlich so gut wie alles haben. Wie kann er noch warten? Jo. 56%. Das sind 6%, nur 2 Folgen. Wow. Nö. Nö, wir sind ja fertig. Geil. So, das heißt, speichern. Und dann beim nächsten Mal Kapitel 3 vielleicht die Hälfte beenden. Und danach kommt sowieso der große Story Rush mit Kapitel 4. Aber gut. Dann bis zum nächsten Part und bis dahin.